So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Outlast. Durch das normale Spiel sind wir ja jetzt durch. Heute spielen wir den Whistleblower, das neue DLC. Ja, dann lass uns mal starten, ne? Also der Mike Upshur, das war ja der Hauptprotagonist in dem Hauptspiel von Outlast. Und jetzt spielen wir einen Insider, da haben wir zum Beispiel auch das erste Journal bekommen. So, jetzt geht's schon los. Ist auf jeden Fall jetzt einer, der da irgendwie für die arbeitet. Sieht da schon mal nicht so vertrauenserweckend aus. Open those eyes. We don't have to wake up. But open your eyes. Oh. What's the matter? Whoa. Somebody hit you? Here. Let me help. Boah, was hat der denn jetzt gemacht? Kind of busy here. Gehen die Filme los. They're not happy about it? Shit. Shit, come on. Jetzt können wir uns hier die Videos angucken. Die sind wohl irgendwie hier fixiert auf dem Stuhl. Okay. 2 Stunden vorher. Ich kenne mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ja, das ist ja das erste Journal, was wir gekriegt haben, wo wir im Auto saßen, was wir uns da angeguckt haben. Diesen Insider spielen wir ja jetzt. Scheint ein IT-Mitarbeiter zu sein hier. Schick sie ab, schnell. Schnell. Jetzt scheint ja hier noch alles irgendwie normal zu sein, ne? Aber mal gucken, das kann sich ja dann auch noch irgendwie ändern, ne? Park? Park heißen wir so. I've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Das ist schon mal nichts, das wir hier untersuchen können. Hat er jetzt eigentlich auch eine Kamera? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Wayland Park, Employee 1466. Report to Morphogenic Engine Monitoring immediately. Die gleichen Animationen. So, wir sollen uns jetzt melden. Been right so far. I just want to know we're inventing something other than shiny new cancers. Okay. You're Wayland Park, aren't you? Why weren't you answering the page? I'll tell them you ain't coming. Wie lang hier? Wie lang? Ist ja auch das Ende von Outlast, was wir hier gerade sehen, mit diesen eisigen Tunneln hier unter der Irrenanstalt. A girlfriend or somebody? I'm married. How long since you've seen her? Honestly, I'm not even sure. Christ, Waylon, hurry up. They're waiting on you. Ah, Mark. You're cutting it close. Next patient's incoming and arterial spin still dark. We need you at the front terminal. Ah, for fuck's sake. They've got Gluskin out of his cell. Page him again. We need this Park guy in here now. Park, finally. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Call into the chamber. Ask them to delay. No, I don't need another. So, startet jetzt hier die Engine.
running before we even know it. Right, Mr. Park? Ein Error ist aufgetreten. Scheint vielleicht irgendwie was wieder mit diesem Billy zu tun. Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than I'm trying to his program. Zwei Fehler hier. Considerable dedication to the Burnout Corporation. Fuck me, they're bringing him in. No! No, not again! Der sieht noch normal aus. Oha! Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Oha. Verändert er sich. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty. Was wollen wir wieder verschwinden hier oder was? Kommen wir erstmal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir hier noch was. You're done here, Mr. Park. Thank you and goodbye. Toll, Arbeit gemacht und dann kannst du direkt wieder gehen, ey. Richtig tolle Chefs hier, ey. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt. Ich verlasse es doch schon. Meine Güte. Bin hier gestresst. Erst muss man ganz dringend kommen, dann muss man wieder ganz dringend gehen. Mensch, Mensch, Mensch. Die Arbeiter werden hier auch alle ausgebeutet. Moin. Das Watcher. Ich kann wieder in mein Büro gehen. Alle Räume abchecken hier. Können wir hier eine Karte ziehen? Na. Können keine Karte ziehen. Somebody's been telling stories outside of class. Boah, wer ist er denn? Boah, was geht denn jetzt los? Mr. Wayland Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Oha. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. Stupid. In fact, that was crazy. Hat mich also enttarnt. We're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Also wenn wir jetzt eingewiesen in die Anstalt. Boah. Alter Schwede. Whistleblower. Also sind wir jetzt ein Patient, ja. Alter, ist aber wie Hypnose hier. Alter Schwede. Da ist noch ein Patient. I told you!
Das ist der Wall Rider. Dunkel. Oha. Ah, Camcorder, lol. Geht also genauso los wie in dem normalen Outlast. Eine Aufnahme. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht tun konnte. Die Wahrheit sagen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab sowas von verkackt. Oh Mann, ey. Kommen wir jetzt hier irgendwie raus? Brechen jetzt alle aus hier. Oh, jetzt geht die Tür auf. Muss ich jetzt vor ihm weglaufen? Nein! Ich will mich doch nur verstecken. Boah, da geht's richtig los. Komm, komm zu mir. Weg. Oh! Nein! All the people in town, come to join our therapy session. Here, take the blade. Shoot around with our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now! Get the fuck out of here before I change my mind. Oh fuck, er greift mich an. Muss ich hin? Ich komm doch hier gar nicht weg. Da oben. Ist meine Batterie immer? Payroll. I know I don't. It's too late to worry about that.
This just has to stop. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis, Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen, dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause, mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität, um deines Willens, Lisa und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Da geht die erste Batterie auch schon zur Neige. Oh, wer ist das denn? Mich in Frieden. Help me, please. I'm a doctor. I need you to hold my. You're not security. I was. I'm a patient like you. Doctor. Stole these clothes from a. No! 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 Da hat er ihn umgebracht. Na, die Doktoren haben ja auch nicht wirklich geholfen. Die Ärzte sind krank. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen, habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute, ermordet oder schlimmer. Ich habe einem Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete, er sei ein Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben, und änderte seine Geschichte, sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sind sie alle verrückt, alle krank? Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Hier drin irgendwas? Wieder rausgehen. Können wir noch rausgehen? Nein! Geh rein da! Geh rein da! Scheiße. Moin! Draußen ist der Wald. Oh, ein Journal. So, gucken wir mal. Von J. Blair an H. Grant. Betreff Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit. Miss Grant. Es ist möglich, dass Sie in den nächsten Wochen von einer Miss Lisa Park aus Lee Dial Co. kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung ihres Ehemanns Wayland bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Miss Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und ihnen diese Information mitgeteilt, natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Murkoff großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Miss Park hatte einige wenige
freundliche Wort über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen, und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes die Krankheit ihres Mannes betreffend anfechten könne. Würde dann allerdings aufgedeckt, dass es unter Vorspielung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Und freundlichen Grüßen, Jeremy Blair. Okay, wir wollen uns jetzt also hier... haben meine Frau sozusagen erpresst, dass sie der Behandlung zustimmen soll. Ist ja auch nicht schlecht. Schon mal 3 Batterien. Schnell weg hier. Oha. Was war das denn? Was hat er denn da gemacht? Das war die Mikrowelle. Lol. In der Kannibalenküche. Bitte nicht darum, meinen Leichnam zu sehen, Lisa. Wenn ich sterbe, wenn du mit den Klagen durch bist und du dieses Material aus den Händen von Murkoffs Anwaltsarmee und angeheuerten Auftragsmördern loseisen kannst, dann lass sie dir nicht über meinen Körper zeigen. Beerdige ihn oder verbrenne ihn. Lass meine Söhne sich an mich als Ganzes erinnern. Der Mann ist Menschenfleisch. Er sieht mich an und ich sehe Wut, ein wenig Verlangen, aber mehr als alles andere Hunger. Lass sie dir nicht meinen Körper zeigen. Boah. Ach du Scheiße. Annabelle's.
Mann. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo ich mich noch verstecken könnte. Geht der jetzt raus? Der geht raus. Oh. Jetzt hier irgendwo hoch. Nicht, wo ich mich hier verstecken könnte. Hier. Sehr gut. Was ist mit ihm? Kommt. Nein. Nein. Ich bin in der Falle. Nein. Da geht's rüber. Komm hoch, 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 hoch. Oh. Oh. Alter Schwede. Okay. An der Stelle mache ich erstmal einen Break. Die Tür zu machen, ey. Puh, ist auf jeden Fall schon mal wieder sehr spannend. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Einschalten.